Hallo. Kann ich euch helfen? Wir wollten uns nur noch ein paar Neuigkeiten umhören. Oh, einer hübschen Dame wie euch erzähle ich gerne ein paar Neuigkeiten. So ist vor kurzem der Mann von Lisa gestorben und sie hat sein ganzes Vermögen geerbt. Alin ist nun endlich verliebt, aber weiß nicht, was er seiner Liebsten schenken will. Denn er möchte sie heiraten, so wie Alex gerade seine Christine in der Kirche heiratet. Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr noch zuschauen. Na, das ist ja schon mal was. Danke. Gern geschehen. Besuch ist ja immer gerne gesehen. Oh, hallo. Hallo. Hätte ich gewusst, dass mein Mann Gäste hat, hätte ich etwas zu essen vorbereitet. Danke, aber wir wollen uns nur mal umhören, ob wir vielleicht irgendwie helfen können. Wenn ihr Arbeit sucht, dann solltet ihr mal mit Gerum sprechen. Er hat immer eine Menge zu tun. Er ist der Bäcker der Stadt. Danke vielmals. Da gehen wir mal vorbei. Ich frage mich, wo die ganzen Wachen sind. Ja, die haben sich wohl alle aus dem Staub gemacht. Naja, ich möchte, mochte sie sowieso nicht. Es ist besser, wenn sie weg sind. Und die kommen auch nicht wieder. Ich hoffe, du hast recht. Ich will ein Leben in Freiheit und ohne Probleme haben. Ständig diese Wachen in der Stadt zu haben, hat unsere Lebensqualität deutlich gemindert. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Was ist das hier für ein Haus? Nun, das hier ist das Haus unserer ehrenwerten Bürgermeisterin Quinn. Unseres ehrenwerten Bürgermeisters Quinn. Bürgermeister. So. Aska, benimm dich. Können wir ihn sprechen? Natürlich. Wenn Sie einen Termin haben? Nein, haben wir nicht. Keinen Termin? Einen Moment. In 5 Wochen wäre ein Termin möglich. Auf welchen Namen bitte? Danke, kein Bedarf. Termine. Puh. Tut mir leid, ohne Termin darf ich niemanden ins Haus lassen. Oh, natürlich. Entschuldigung. Na, Kleiner? Nimm mich nicht kleiner! Oh, entschuldige bitte. Das war nicht so gemeint. Mein Papa hat gesagt, ich bin der Größte und wenn ich mal erwachsen bin, dann wird alles hier mir gehören. Mir! Und Leute wie euch werde ich dann verhaften lassen! Verhaften? Uns? Du und welche Armee? Wenn ich erwachsen bin ich reich und wer reich ist, kann andere Leute verhaften lassen und darum lasse ich euch verhaften! Ich hoffe, du Zwerg trinkst auch immer deine Milch. Sonst muss ich die nächsten 30 Jahre ja keine Angst haben, dass so ein Knilch wie du uns verhaftet. Das sage ich meiner Mama. Aber pass auf, dass du auf dem Weg zu ihr nicht über deine Bauklötzchen stolperst. Kann ich euch helfen? Wir sind auf der Suche nach ein wenig Arbeit. Ja, ihr könnt mir vielleicht einen kleinen Gefallen tun. Und der wäre? Mein Sohn wünscht sich ein Haustier, das er dann immer verhaften kann. Verhaften? Ja, er spielt gerne, dass er andere verhaftet. Er redet ununterbrochen davon. Und wir sollen jetzt ein Tier für ihn besorgen, mit dem er immer spielen kann? Genau. Ich hätte auch schon ein geeignetes Tier im Kopf. Ein Bugus-Riesenkäfer. Wie bitte? Ja, der hat einen harten Panzer, also kann mein Sohn auch mal ein wenig rabiater mit ihr umgehen. Außerdem frisst er kaum etwas, das minimiert die Futterkosten. Ich hätte da ganz gerne ein Exemplar ohne Angriffsstachel. Mein Sohn soll sich ja nicht beim Spielen verletzen. Und wo findet man die? Ein Stück im Nordwesten, westlich von Burg Jola, gibt es einen Wald, wo sich diese Käfer gerne aufhalten. Also, helft ihr mir? Ja, sicher. Sehr gut. Dann bringt mir ein Exemplar. Ihr werdet natürlich dafür von mir belohnt. Also los, mein Sohn wartet. Was macht ihr denn hier oben? Wer hat euch überhaupt hier reingelassen? Wir wollten nur mal schauen, ob alles in Ordnung ist. Ja, klar. Haut ab, ihr elenden Diebe!
Schon gut, schon gut. Bitte stört mich nicht. Ich muss noch das Bad und den Flur sauber machen. Da bleibt keine Zeit für ein Gespräch. Mach nur weiter, wir wollen dich nicht stören. Wenn ihr reden wollt, solltet ihr jemand anderen besuchen. Meine Herren redet sowieso nur über ihr Vermögen, das sie von ihrem Mann geerbt hat. Hey, ihr da! Ja? Ich hoffe, ihr habt eure Schuhe sauber gemacht, bevor ihr hier reingekommen seid. Der Teppich war teuer. Du scheinst ja ziemlich wohlhabend zu sein. Nun, sagen wir mal so, ich hatte einen guten Geschmack, was Männer angeht. Mein lieber Morinius ist vor kurzem gestorben und nun habe ich sein Vermögen geerbt. Besonders traurig bist du wohl nicht darüber. Nun, ich habe ihn geliebt, vor allem sein Geld. Aber Moment mal, warum erzähle ich euch das überhaupt? Euch geht das überhaupt nichts an. Je reicher, umso arroganter. Habt ihr was gesagt? Lasst uns gehen. Entschuldigt bitte, aber meine Herren erlaubt mir nicht, mit Gästen zu reden. Ist sie so streng zu ihren Bediensteten? Oh ja, das kann man wohl sagen, aber ich gehe besser wieder an die Arbeit, sonst bekomme ich keinen Lohn. Tapferes Mädchen. Bitte schlagt mich nicht. Warum sollten wir? Oh, ihr seid keine Gäste, meine Herren. Wie meinst du das? Ach, nichts. Vergesst bitte, was ich gesagt habe. Hallo. Hey, was hast du denn? Bitte, lasst mich allein. Was ist passiert? Bitte, geht. Ich darf darüber nicht reden. Irgendwas stimmt in diesem Haus nicht. Es tut so weh. Oh, eine kleine Rotartige. Ich dachte schon, hier im Haus gibt's kein schönes Mädel mehr. Wer seid ihr denn? Was? Wie könnt ihr es wagen, mich mit so einem Ton anzusprechen? Ich bezahle schließlich dafür, dass ich hier ungestört mich ganz meinen Dingen widmen kann. Und nun lasst die Kleine hier und verschwindet. Wie bitte? Ich höre wohl nicht recht. Moment mal. Du bist ja keine von Janas Mädchen? Jetzt wird mir klar, was hier im Haus mit den armen Hausmädchen angestellt wird. Du dreckiges Schwein! Jetzt wird's spannend. Wie bitte? Was? Moment. So ist das nicht. Ach ja, wie ist es denn dann? Ich habe Frau und Kinder. Das ist nicht so, wie ihr denkt. Na, lügen musst du noch lernen, Bursche. Das hier ist kein Bordell. Ehrlich! Und dann erklär mir doch mal, warum du diese Jana bezahlst. Nun, manchmal hat man als Mann das Verlangen, einer Frau ein wenig weh zu tun. Aber nur ganz sanft, ich versohle den Mädchen nur den Hintern. Du ekliges Schwein! Aber die Mädchen wollen das auch, sonst verlieren die ihren Job. Kranke Kerle wie du müssen früh sterben, dafür sorge ich. Okay, ich sehe schon, du findest das nicht so toll. Ich mache euch ein Angebot. 500 Filar, wenn ihr mich in Ruhe lasst. Gib her. Aska! Ah, ich sehe, ihr seid ein Mann mit Verstand. Hier bitte, nun geht. Aska, was soll das? Jetzt könnt ihr ihn umbringen. Hey, ich habe euch das Geld doch gegeben. Nun verschwindet, ich muss wieder in Stimmung kommen. Diese wunderbaren prallen Backen. Oh, diese wunderbaren prallen Backen. Hallo. Ah, Gäste. Ich verlange den üblichen Preis, 1000 Filar. Wovon sprichst du bitte? 1000 Filar wofür? Ah, verstehe. Dann vergesst, was ich gerade gesagt habe. Hier ist alles friedlich. Bitte geht nun, meine Mädchen müssen putzen. Erst zwei Gäste heute.
Ich muss meine Mädels wohl mal motivieren. So geht das sicher nicht weiter.